Hallo, ich bin's wieder, euer DevKorb. In diesem Video möchte ich euch kurz die Angelspots zeigen, welche ich für den Erfolg des Trainer-Anglers benutzt habe aus dem vorhergehenden Video. Ja, ich wollte es eigentlich da in dieses Video mit einbinden, aber das wäre von der Zeit, es hätte einfach den Rahmen gesprengt. Deswegen einfach ein kurzes einzelnes Video. Und zwar habe ich mir nämlich hier so eine tolle Liste gemacht, wo ich nämlich die ganzen Spots aufgeschrieben habe, welche ich ja im vorhergehenden Video schon in der Beschreibung unten reingetragen habe. Ich möchte euch einfach hier nochmal mit dem Mauszeiger auf der Map zeigen, wo ich lang gelaufen bin, um diese Fischstrudel abzufarmen. Es soll wohl mittlerweile auch Möglichkeiten geben, dass ihr mit gewissen Ködern diese riesigen Fische außerhalb der Strudel fangen könnt, worauf ich mich aber nicht 100% verlassen möchte. Deswegen, wie gesagt, die 100% Möglichkeit ist immer die mit den Strudeln, die ich auch benutzt habe. Ja, ich möchte euch kurz die Route zeigen. Also, ich habe angefangen im Schattemontal, und zwar hier oben bei dem Abendruhhafen, und zwar mit den Seeskorpionen. Die Seeskorpione können also ich weiß jetzt nicht, ob sie innerlands auch spawnen können, aber sie spawnen zu 100% immer an der Meeresküste. Das heißt, ihr schnappt euch einfach hier diesen Wasserschredder, auf dem ich eh schon drauf sitze. Ich will die Karte nicht ziehen. Den da. Den schnappt ihr euch einfach. Und dann lauft ihr einfach hier vom Hafen aus einfach den Strand hier lang. Hier am Hafen, am Tempel von Karasch vorbei, Karabor. Einfach immer schön an der Meeresküste vorbei. An den Spitzen von Arak. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo es war, aber irgendwo hatte ich so ein größeres Pilzgebiet. Ich meine, dass es hier irgendwo kurz vor dem Südhafen war. Da hatte ich mehrere Spots gehabt, wo so 5 bis 6 Strudel ungefähr gleichzeitig aktiv waren. Also, grob geschätzt, spätestens hier solltet ihr eigentlich die 100 Stück voll haben. Machen wir weiter mit den, da wir gerade in den Spitzen von Arak sind, mit dem Tiefseeschluckaalen. Tiefseeschluckaale fangt ihr am besten ab dem Flugpunkt Krähenwinkel, den Spitzen von Arak. Das heißt, ihr fliegt quasi zu diesem Krähenwinkel-Flugpunkt hin. Dann habt ihr hier einen Teich und hier einen Teich und hier einen kleinen. Dieser kleine splittet sich hier durch eine Bergkette mit einem oberen Teich. Wenn ihr genau hier auf dieser Straße wartet, na, dann habt ihr quasi immer zur linken, zur rechten und zur linken einen Spawn. Und dann könnt ihr hier durch einen kleinen Felsvorsprung quasi über diese Felswand drüber springen und habt dann gleichzeitig den oberen Spot mit drin. Ne? Wir sind immer so, ja, schätzungsweise 3 bis 4 Stück aktiv. Wenn keins aktiv ist, geht einfach hier vor wieder auf den Hauptweg und wartet da, bis der erste wieder respawnt. Gehen wir zurück zum Schattenmontal. Im Schattenmontal können wir die. Welche sind denn das jetzt? Ach, die blinden Seestörer, genau. Blinde Seestörer. Habe ich so angefangen, dass ich von der Garnison aus Richtung Süden gelaufen bin. Hier fängt ein Flussbett an. In diesem Fluss lauft ihr einfach hier diese Strecke runter. Lauft dann hier bis zu dieser Kreuzung. An dieser Kreuzung Richtung Süden. Ab hier liegen dann so Blumen rechts und links am Strand rum. Ihr könnt ihr anklicken und da kriegt ihr für 10 Minuten so einen eisigen Pfade-Buff. Lauft ihr einfach diesen Weg bis runter zum Ziel, dreht hier rum. Lauft die Strecke wieder zurück bis zur Kreuzung, dann rechts rum. Dann bis hier zur Stadt. Also hier dieser Fluss, also hier müsst ihr kurz so runterspringen. Kriegt ihr ein bisschen Fallschaden, aber sterben könnt ihr auf gar keinen Fall. Lauft den Fluss bis zum Ende und dann landet ihr genau in der Stadt Embar. Dann nehmt ihr hier wieder den Flugpunkt, also den Flugpunkt Embari, Richtung Zwielichtflur und lauft hier von Zwielichtflur einfach bis hier wieder auf den Fluss und rennt die ganze Strecke wieder zurück. Machen wir weiter mit Talador. Wie im Angelvideo schon erwähnt, hatte ich an, muss ich noch kurz gucken, wo der Flugpunkt ist. Also das nämlich gerade nicht. Ja, das ist wieder dieser super Vorführeffekt. Die Spitze von wie auch immer, ne? Da war dieser, das hier genau, das ist es doch, Spitze des Lichts. Hier ist dieser Teich, wo die 8 bis 10
kurz im Sekundentakt hier im Kreis respawnen. Ja, an der Stelle hatte ich es euch ja im vorgehenden Video schon gezeigt. Machen wir direkt weiter mit Nachgrand. Nachgrand könnt ihr am besten hier oben am Thron der Elemente, wenn ihr hier immer schön im Kreis dem Fluss hier lang rennt, hier um diese Insel, wo der Flugpunkt Hiels Wacht ist, lauft hier diesen Fluss wieder zurück. In Nagrand könnt ihr die dicken Schläfer fangen. Machen wir weiter mit Frostfeuergrat. Im Frostfeuergrat könnt ihr dementsprechend die Feuerammoniten angeln. Feuerammoniten lassen sich wirklich am allerbesten mit dem kürzesten Zeitaufwand in diesem Krater hier, der sich die Knochenschlucht nennt. Nehmt ihr da den Flugpunkt hier Blutschlägermine, wenn ihr den schon habt. Lauft dann einfach Richtung Süden. Hier ist ein Eingang in diese Schlucht. Dann habt ihr in dieser Schlucht 3 bis 4 Spots. Wenn diese leer sind, lauft ihr einfach wieder Richtung Osten raus. Lauft ein kleines Stück nach Süden bis zu diesem Feuerfleck. Da ist ein großer Teich und ein ganz kleiner daneben. Und in diesem ganz kleinen Teich ist meist ein Spot drin. Wenn ihr den leer gefischt habt, lauft einfach wieder nach Norden in die Knochenschlucht. Und angelt dort wieder weiter. Und immer so und weiter, ne? Bleibt noch Gorgrund übrig. In Gorgrund könnt ihr die kieferlosen Seeschleicher angeln. Kieferlose Seeschleicher angeln sich am besten, wenn ihr mit kürzestem Zeitaufwand, wenn ihr als erstes den Flugpunkt Wildwuchsbett, welcher ja der Startpunkt bei der Allianz ist, in dieser Karte, dann habt ihr hier schon auf der Karte den ersten großen Teich. Das heißt, ihr landet hier an dem Flugpunkt, lauft den Weg kurz runter bis zu dem Teich, habt hier euren ersten Angelspot. Ihr lauft quasi, wenn ihr den fertig habt, Richtung diesem Teich, habt dort euren zweiten Spot. Wenn ihr den leer habt, lauft ihr Richtung Hochpass und habt an Hochpass leicht südwestlich einen dritten Teich, an dem auch der dritte Spot ist. Wenn ihr diesen leer gefischt habt, lauft einfach Richtung Hochpass, nehmt das Flugtaxi Richtung Wildwuchsbett. Und fangt die ganze Route von vorn an. Ja, das soll es kurz zu den Angelspots, die ich benutzt habe, gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein kleines bisschen helfen, um gewisse Fischsorten schneller abfangen zu können. Einen kleinen Tipp möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Ich hatte ja bereits in einem Angelvideo für die Angel Daily, für die normale, gesagt, dass ihr immer so gewisse Fische braucht, die ihr direkt an Angani angeln könnt. Wenn ihr euch das Angeln sparen wollt, könnt ihr natürlich die Fische nicht säubern, die riesigen, die ihr geangelt habt, sondern behaltet sie einfach so, wie ihr sie geangelt habt, in der Tasche. Und ja, tut dann einfach immer nur jeden Tag so, wie es die Daily verlangt, welche Fischsorte ihr braucht. Einfach nur die gewisse Anzahl reinigen, bis ihr die Quest-Items voll habt und lasst den Rest einfach in der Tasche liegen. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, empfehlt es weiter. Ansonsten bis dahin, euer DevCorp.